Ah, hallo, da bist du ja. Wir freuen uns, dass du Lust hast, dir eine Geschichte anzuhören. Eine Geschichte über ein Huhn, das... Naja, hör selbst. Das Huhn auf der Funkausstellung. Eine Geschichte von Franz Hohler. Ein Huhn wollte schon lange zur Funkausstellung, weil es sich für Technik interessierte. Seine große Leidenschaft waren Fernbedienungsgeräte. Du pickst mit dem Schnabel drauf und schon hast du die Welt im Hühnerhof, pflegte es zu sagen. Die anderen Hühner lachten es aus. Aber als es im Transistorradio seines Meisters hörte, die diesjährige Funkausstellung sei eröffnet, beschloss es hinzugehen, flatterte über den Maschenzaun und machte sich auf den Weg. Es fuhr mit der S-Bahn zum Messegelände. Dort folgte es einfach den Menschenmassen und schon war es in der Funkausstellung, die es im Schatten einer Schulklasse unbemerkt betrat. Was gab es da nicht alles zu sehen? Nachrichtensatelliten waren hier ebenso ausgestellt wie Radios, Videos, Fernseher und Lautsprecher. Überall standen Musiker oder Sängerinnen mit einem Mikrofon in der Hand. Und was sie so spielten, wurde auf Bildschirmen übertragen, die zum Teil so groß waren wie ein Hühnerstall. Beeindruckt lief das Huhn durch alle Hallen, ging Treppen hoch und hinunter und guckte sich überall um. Aber so viel es sich auch umschaute, nirgends sah es ein Fernbedienungsgerät. Dafür merkte es plötzlich, dass es unbedingt etwas Bestimmtes tun musste. Zuerst versuchte das Huhn, es noch eine Weile zurückzuhalten, dann konnte es plötzlich nicht mehr anders, rannte in eine Nische, wo ein paar Tische standen, versteckte sich unter einem der Tische und legte ein Ei. An den Tischen aber fand gerade eine Fernsehdiskussion statt, in der sich verschiedene Männer darüber unterhielten, ob Funk und Fernsehen noch eine Zukunft hätten und wenn ja, welche. Als der Moderator sah, was passiert war, nahm er das Ei und sagte: Schaut mal, da hat ein Huhn ein Ei gelegt. Die Leute konnten das fast nicht glauben. Das Huhn aber dachte, so eine Gelegenheit kommt nicht wieder und hüpfte stolz auf den Tisch, um sich zu zeigen. Es gab einen großen Auflauf. Sofort waren die Fotografen da und es wollten so viele Menschen das Huhn sehen, dass die Fernsehdiskussion abgebrochen werden musste. Und an diesem Tag sprachen die Leute auf der Funkausstellung nicht mehr vom neuen Breitformatfernsehen oder von Bildern, die man auf einer CD speichern konnte, sondern einzig und allein davon, dass ein Huhn ein Ei gelegt hatte. Seht ihr, sagte das Huhn am nächsten Morgen zu den anderen Hühnern, als es die Bilder von sich und seinem Ei in der Zeitung sah, wenn die Welt nicht in den Hühnerhof kommt, muss eben der Hühnerhof in die Welt. Danach pickte es mit dem Schnabel auf das Fernbedienungsgerät, das es geschenkt bekommen hatte, und zur Musik, die jetzt durch den ganzen Hühnerhof dröhnte, tanzten alle Hühner fröhlich gackernd Rock'n'Roll. Falls ihr euch nun fragt, Hühner, die Rock'n'Roll tanzen, fliegen da die Federn, gehen womöglich Eier kaputt, bekommen Hühner vom Tanzen Muskelkater? Und wie geht's denn jetzt weiter?
Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Wenn du eine Idee hast, schreib sie auf. Bitte einen Erwachsenen, dir zu helfen, falls du zufällig noch gar nicht schreiben kannst. Und dann schick es uns, als E-Mail oder als Brief. Unsere Anschrift findest du unter dieser Geschichte. Wir freuen uns, von dir zu hören. Also, dann bis zum nächsten Mal bei Angeklickt und Zugehört und einer neuen Geschichte.